In der Verlegenheit, die hier versammelte Prominenz und liebenswürdige Kollegenschaft nicht umfassend und vollständig zu kennen, im Interesse, Sie gleichwohl umfassend und politisch korrekt zu begrüßen, erlauben Sie mir bitte eine sehr altmodische Form der Begrüßung, meine sehr verehrten Honoratiorinnen und Honoratioren. Dass in dieser Formulierung nicht nur protestantisches Pflichtbewusstsein verbunden mit Harmlosigkeit mitschwingt, werden Sie mir nachsehen. Es gibt eine gewisse Spannung zu dem, was der Herr Staatssekretär zu dem vorhin geäußert hat. Er war der Meinung, dass die pädagogische Arbeit in Deutschland bisher allzu sehr pädagogische, kognitive Arbeit betont habe und dass es Zeit werde, Literarisches und Narratives in die Lebenswelt unserer Kinder einzuführen. An diesem Punkt bin ich ein wenig anderer Meinung. Die sogenannte empirische Wende der Bildungspolitik hat, wie ich finde, mit guten Gründen eine überwiegend oder doch vorwiegend auf literarischen Vorbildern, sagen wir Rousseaus Emile oder Pestalozzis Lienhardt und Gertrud basierende Theorie ein Stück weit überwunden, verzichtet zunehmend auf idealistische Schilderungen der pädagogischen Kultur zugunsten eines Lernmilieus, das auch andere Formen des Lesens in ihrem eigenen Recht anerkennt. Deswegen bitte ich wiederum um Nachsicht, dass ich versuchen will und muss, Sie mit meinen Arbeitsmitteln, nämlich mit der Vielfalt und der Ästhetik nicht-literarischer Darstellungsweisen ein wenig vertraut zu machen. Folgendes möchte ich behandeln. Ein wenig ist zu sagen über die Gelingensbedingungen für den Schulerfolg und dabei ein verallgemeinertes Modell Ihnen vorzustellen, in dem das Leseverständnis eine besondere Rolle spielt, deswegen auch ein paar Bemerkungen zur Schlüsselrolle des Leseverständnisses. Es geht dann um die wichtigsten außerschulischen Einflussfaktoren, um den sozioökonomischen, soziokulturellen auch Hintergrund der Genese des Leseverständnisses, ganz speziell auch um die Bedeutung des Migrantenstatus der Familie. Es geht um die Bedeutung des Geschlechts in diesen Zusammenhängen, ein Thema, das vorhin schon kurz anklang. Und hieraus möchte ich einige wenige Gedanken entwickeln im Hinblick auf Möglichkeiten der Leseförderung durch den Medienverbund. Anreize und Gelegenheiten schaffen wäre eine Möglichkeit, Zielperspektiven für die deutsche Sprache erschließen und schließlich Interessen der männlichen Kinder und Jugendlichen bedienen. Zu den Gelingensbedingungen für den Schulerfolg. Schulerfolg, insbesondere auch die Entwicklung eines differenzierten Leseverständnisses, verdankt sich zahlreichen miteinander auch in Wechselwirkung stehenden Faktoren. In der Rekonstruktion der entsprechenden Gelingensbedingungen konzentriert sich die Schul- und Unterrichtsforschung, für die ich hier spreche, aus naheliegenden Gründen auf die Freiheitsgrade, die Schulleitungen und Lehrkräfte haben. Als Beispiel dafür diene ein Diagramm, ein vielfach verwendetes Strukturdiagramm für die Ermöglichung effektiven und effizienten Unterrichts, entwickelt vom Kollegen Andreas Helmke der Universität Koblenz-Landau. So stellt sich dieses Diagramm in seiner Gesamtheit dar. Die darin sichtbaren Pfeile markieren jeweils Wirkrichtungen. In der oberen Zeile zum Beispiel wird angenommen, dass Schulumwelt und Klassenkontext zusammenhängen mit der Lehrerpersönlichkeit und diese Formen, dass die Persönlichkeit des Lehrers wiederum Prozessmerkmale des Unterrichts bestimmt, von wo aus Wirkungen auf die Persönlichkeit des Schülers ausgehen und damit auf die schulischen Leistungen.
Ich habe rot markiert das, was in der neueren Unterrichts- und Bildungsforschung vor allen Dingen eine Rolle spielt, nämlich Prozessmerkmale des Unterrichts und schulische Leistungen. Prozessmerkmale deswegen, weil hier die Freiheitsgrade für eine Neugestaltung von Bildungsprozessen liegen. Hierin nun liegen die Erweiterungen. Die zusätzlichen roten Markierungen machen deutlich, inwieweit eine bereicherte soziokulturelle Umwelt, bereicherte soziokulturelle Rahmenbedingungen, zusätzliche Effekte zu nutzen geeignet sind. Und Sie werden erkennen, dass ich die Tätigkeit der Medienberatung als eine solche Bereicherung Ihnen ans Herz legen möchte. Es liegen darin Chancen, die Schulumwelt und den Klassenkontext zu bereichern, positiv zu beeinflussen und damit indirekt die Unterrichtskultur, das pädagogische Milieu positiv zu verändern. Natürlich geht es primär um die tatsächlich genutzten Medien, deren Verwendung die Persönlichkeit des Schülers in einem günstigen Sinne zu beeinflussen geeignet ist. Es geht auch, da wir wissen, wie eng die tatsächlichen Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern zusammenhängen mit den Verhaltensweisen ihrer Peers, ihrer Altersgenossen. Es geht also auch im gleichen Maße um die Beeinflussung der Peers und die Nutzung der entsprechenden Wechselwirkungen. Konzentriert man sich nun auf das Leseverständnis, so ist dessen Schlüsselfunktion schlechterdings nicht zu bestreiten. Ein gutes Leseverständnis ist nachweislich ein Schlüssel für den Lernerfolg nicht nur im Fach Deutsch, sondern auch in anderen Schulfächern. Die jüngsten und überzeugendsten Nachweise hierfür haben die beiden Studien PISA 2000 und PISA 2003 geliefert. Wir werden in wenigen Wochen eine erneute Bestätigung mit der Studie PISA 2006 verkündet bekommen. Die Forschung hat weiterhin gezeigt, dass Schulerfolge ganz allgemein und nicht zuletzt günstige Schullaufbahnentscheidungen in hohem Maße von einem guten Leseverständnis abhängen. Man mag dies begrüßen oder beklagen, aber Lehrkräfte gewichten ein gutes Leseverständnis bei den Grundschülern viel stärker als andere Kompetenzen, wenn es zum Beispiel um die Empfehlungen für den Besuch einer weiterführenden Schule geht. Das hat die Untersuchung LAU, die Hamburger Längsschnitt-Untersuchung zur Lernausgangslage und Lernentwicklung Hamburger Schülerinnen und Schüler gezeigt. Ähnliches hat die Hamburger Untersuchung zu den Lernständen, zur Motivation und den Einstellungen Ulme von Schülerinnen und Schülern der berufsbildenden Bildungsgänge gezeigt. Hier in der Form, dass gezeigt werden konnte, dass ein hochentwickeltes Leseverständnis notwendige Bedingung für ein gutes Ergebnis bei den Abschlussprüfungen in den entsprechenden Bildungsgängen war. Angemessen definiert bezieht sich das Leseverständnis nicht nur auf die Fähigkeit, mit Gewinn literarische Texte zu lesen. Das ist etwas sehr Schönes, an dem mir selber auch sehr viel liegt. Aber angemessenes Leseverständnis umfasst auch den kompetenten Umgang mit sogenannten Gebrauchstexten, mit Plänen und Diagrammen, mit Landkarten und Grafiken. Beispiele für Diagramme hatte ich Ihnen gerade gegeben. Der Zusammenhang dieser Fähigkeiten mit einer günstigen Entwicklung der Lebensqualität hat vor einigen Jahren eine Studie zu den Grundqualifikationen Erwachsener zeigen können, die International Adult Literacy Survey von Statistics Canada, für die es auch eine deutsche Komponente gab und in der hat gezeigt werden können, dass Menschen aller Altersgruppen, die über ein gut entwickeltes Lesevermögen verfügen, seltener betroffen sind von Arbeitslosigkeit, zufriedenstellendere Arbeitssituationen im Allgemeinen vorfinden, mehr verdienen und viele andere Elemente der Lebensqualität vorweisen können.
Denn soweit geht es also bei dem Ziel, das Leseverständnis von Kindern und Jugendlichen günstig zu beeinflussen, um die Erhöhung gegenwärtiger und künftiger Chancen zur sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Partizipation, so von verschiedenen Studien immer wieder nachgewiesen und betont. Namentlich im Blick auf die vielfach genannten Risikogruppen ist der Nachweis von Bedeutung, dass der Eintritt in aussichtsreiche Ausbildungsverhältnisse und schulische Vollzeitangebote im Berufsbildungsbereich ebenso wie der Ausbildungserfolg eng mit Lesekompetenzen der Jugendlichen zusammenhängen. Und dieses möchte ich vor allen Dingen betonen, auch im Kontext der Arbeit mit Jugendlichen, die aus zugewanderten Familien stammen. Bei aller Begeisterung für kulturelle Vielfalt wird man die Chancen dieser Jugendlichen in unserer Gesellschaft zur Teilhabe an sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen Prozessen nicht gering einschätzen wollen im Vergleich zur Betonung der Identität der Herkunftskultur. Zu den außerschulischen Einflussfaktoren: Lesekompetenz von Neuntklässlern nach höchstem Schulabschluss der Eltern. Die Abhängigkeit von Schulleistungen, hier des Leseverständnisses von der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler, gehört zu den problematischsten Befunden der neueren Bildungsforschung. Indikatoren für diese Bedingtheit sind unter anderem die Schulabschlüsse der Eltern, ihre berufliche Position oder die im Elternhaus verfügbaren bildungsrelevanten Ressourcen, zum Beispiel Bücher, Lexika, ernsthaft genutzte Computer. Weniger dagegen rein materielle Bedingungen, also verfügbares Geld, Verfügbarkeit von Unterhaltungselektronik. Um dieses sichtbar zu machen, zeige ich hier die Verteilung der Lesefähigkeiten, aufgeschlüsselt nach dem höchsten Bildungsabschluss im Elternhaus. Sie sehen, dass im Durchschnitt die Kinder von Abiturienten, sogenannte Akademikerkinder, ein Leseverständnisniveau zeigen, indiziert durch den schwarzen senkrechten Strich, das besser ist als das Leseverständnis im oberen Viertel der Kinder von Jugendlichen, von Eltern ohne Bildungsabschluss. Diesen Zusammenhang gibt es. Diesen Zusammenhang zu durchbrechen ist Aufgabe unseres Bildungssystems, oder ich sollte besser sagen, diesen Zusammenhang zu mildern, denn ganz aufheben wird man ihn nicht, und auch in anderen vorbildlichen Kulturen gibt es diesen Zusammenhang. Trotzdem determiniert die soziale Herkunft das in den Schulen beobachtete Leseverständnis nur sehr unvollständig. Wie zwischen den Schulformen, so sind auch zwischen den Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen Schichten leistungsmäßig erhebliche Überschneidungsbereiche festzustellen. Dies ist wichtig, um nicht zu massiven Stigmatisierungen Anlass zu geben. Allerdings gibt es ausweislich der schulischen Zensurengebung Indizien dafür, dass die Unterschiede von vielen Lehrkräften überschätzt werden, was zu ungerechten Beurteilungen führt. Nun zum Zusammenhang mit dem Migrantenstatus. Wie in anderen schulischen Leistungsdomänen auch, Mathematik, Naturwissenschaften, sind Jugendliche ohne Migrationshintergrund und solche, bei denen nur für einen Elternteil Zuwanderung erkennbar ist, hinsichtlich ihres Leseverständnisses vergleichsweise ähnlich. Besorgniserregende Unterschiede bestehen dagegen zwischen diesen beiden Gruppen und Jugendlichen der ersten in Deutschland geborenen Generation oder solchen, die selbst mit ihren Familien zugewandert sind. An sich würde man denken, dass entsprechend Erfahrungen aus früheren Jahrzehnten in den klassischen Einwanderungsländern, dass die Jugendlichen, die hier im Lande geboren sind, in einer besseren Situation sein müssten als ihre Eltern, die im Ausland geboren und zur Schule gegangen sind. Dass dies nicht der Fall ist, stellt eines der großen sozialen Probleme unserer Gesellschaft dar. Dieser Abstand wird durch persistierende Distanz zur deutschen Unterrichtssprache ungünstig beeinflusst. Das können wir nachweisen. Je intensiver die Herkunftssprache in den Familien gesprochen wird, auch nach Jahren noch, desto niedriger sind im Durchschnitt die Lesekompetenzen entwickelt.
dieses einmal grafisch dargestellt. Die einhüllende Kurve ist die Fläche, unter der sich die Jugendlichen ohne Migrationshintergrund befinden. Da hier die Anzahlen abgetragen sind, ist an jedem Punkt die Zahl der Migrantenschüler geringer als die Zahl der Eingeborenen, wenn Sie den Ausdruck erlauben. Es ist aber so, die rote Kurve markiert die nach ihrer Nationalität definierten Ausländer, dass der Schwerpunkt der Verteilung der Lesekompetenz in der Ausländergruppe in einem niedrigen Bereich liegt. Und zwar im Mittelwert wenig ungefähr auf dem Niveau der 6. Klasse, obwohl hier die Messwerte zu Beginn der 9. Klasse abgetragen sind. Das ist ein sehr beunruhigender Befund. Auch zwischen Migranten und Nichtmigranten existieren also hinsichtlich des Leseverständnisses erhebliche Überschneidungsbereiche. Die Unterschiede sind aber so stark ausgeprägt, dass die Notwendigkeit besonderer Fördermaßnahmen für die erstgenannte Gruppe schlechterdings nicht zu bestreiten ist. Es bleibt indessen auch richtig, dass unabhängig vom Migrantenstatus für alle Kinder und Jugendliche mit entsprechenden Leseschwächen einschlägige Unterstützungsnetzwerke geschaffen werden müssen. Das ist ein Signal gegen Stigmatisierung und es bestätigt die Politik in den Körperschaften, Gebietskörperschaften, in denen Lesefördermaßnahmen auch für die Gruppe deutscher Kinder und Jugendlicher mit einem hohen Risikoanteil vorgesehen werden. Geschlechtereffekte. Zu den stabilsten Befunden der internationalen Schulleistungsstudien gehört der Befund, dass weibliche Kinder und Jugendliche nahezu weltweit bessere Resultate in den üblichen Leseverständnistests erreichen. Diese Differenzen sind trotz wiederum zu beobachtender erheblicher Überschneidungsbereiche in aller Regel größer als die Unterschiede im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Wir haben meterweise Literatur produziert zum Thema Mädchen und Mathematik. Wir haben Millionen ausgegeben für spezielle Förderprogramme für Mädchen in der Mathematik. Die Differenzen zwischen Jungen und Mädchen im Bereich Leseverständnis sind erheblich größer und soweit mir bekannt ist, fangen die Millionenprogramme zur Förderung von Bildungsnotständen bei Jungen erst jetzt allmählich an. Zur Genese dieser Unterschiede trägt jedoch bei, dass die für die Tests verwendeten Texte überwiegend eher einer typisch weiblichen Lebenswelt zuzurechnen sind, eher also als typisch männlichen Sachinteressen entgegenzukommen. Der Herr Staatssekretär hat den Raum verlassen, aber dieses wäre dann doch eine Ergänzung seiner Ausführungen. Die Differenzen in der OECD-Studie PISA 2003. Im OECD-Durchschnitt also sind die Mädchen um ungefähr 35 Punkte oder im Gegenwert eines Lernjahres in der Mittelstufe, in der 9. Klasse, den Jungen voraus. Das ist in der Bundesrepublik im Prinzip nicht anders, zum Beispiel in Deutschland E heißt in der Ergänzungsstudie Deutschland ebenfalls also ein bisschen mehr, etwas über 40 Punkte. Die Unterschiede sind relativ konstant über die Bundesländer hinweg. Das Land mit den geringsten Differenzen scheint das Saarland zu sein, mit aber immer noch 30 Punkten. Also der Abstand der Mädchen ist hier immer noch ungefähr ein Lernjahr. Unabhängig davon, was sonst noch für die Rückstände der männlichen Kinder und Jugendlichen im Bereich des Leseverständnisses verantwortlich sein mag, hat die Wiedergewinnung von jungen und männlichen Jugendlichen für eine anspruchsvolle Lesekultur hohe Priorität. Dies gilt namentlich deshalb, weil das Lesen, wie bereits angesprochen, Schlüsselfunktion für alle übrigen Lernprozesse innerhalb und außerhalb der Schule hat. Und wir können an den Schulabschlüssen und den Anzahlen im Ausbildungsbereich deutlich erkennen, dass die männlichen Jugendlichen
überrepräsentiert sind in den Risikogruppen. Deshalb ist die aktuelle Version des Dahrendorfschen katholischen Arbeitermädchens vom Lande, die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, um das sich die vorangegangene Generation von Bildungssoziologen besorgt hat, der aus einer patriarchalisch organisierten Kultur in großstädtisch prekäres Milieu zugewanderte Junge. Möglichkeiten der Leseförderung durch den Medienverbund. Es darf unterstellt werden, dass Medienpartnerschaften prinzipiell gute Aussichten bieten, die soziokulturellen Rahmenbedingungen schulischen Lernens besonders dort zu verbessern, wo in den Elternhäusern entsprechende Möglichkeiten nicht gegeben sind. Fehlen von Büchern in den Elternhäusern, Unterstützung von Bibliotheken ist ein sehr konkretes Beispiel. Oder wo in den Elternhäusern zumindest entsprechende Prioritäten nicht gesetzt werden, Anschaffung eines 1 Meter Flachdigitalbildschirms anstelle eines Zweitbuchs. Umso wichtiger ist es dann allerdings, dass im Schul- und Klassenkontext diese Angebote nicht nur bekannt sind, sondern auch tatsächlich genutzt werden. Gleiches gilt für die außerschulischen Gruppierungen, die sogenannten Peer Groups. Wie auf der Ebene individuellen Lernens zu bedingen, auch hier Angebot und Nutzung einander, wobei schwächere und geringer motivierte Lerner stärkere Unterstützung benötigen. Wir haben viel pädagogische Lyrik gehört über das selbstregulierte Lernen. Es ist einfach so, dass die Motivation bei schwächeren Lernern wegen ihrer Unfähigkeit zu oder schwächer ausgeprägten Fähigkeit zu selbstorganisierten Lernen besonderer Unterstützung bedarf. Im Zentrum steht demnach die tatsächliche Mediennutzung durch die Lernerin oder den Lerner selbst. In dieser Hinsicht ist die Selbstregulation des Lernprozesses erst mittelfristig ein realistisches Ziel, solange sie als Mittel für effektives und effizientes Lernen noch nicht vorausgesetzt werden kann, sind auch Unterstützungsleistungen und extrinsische Anreize erlaubt. Speziell für die Kinder und Jugendlichen aus zugewanderten Familien impliziert die Schlüsselrolle der deutschen Sprache beim Übergang in das Beschäftigungssystem auch und gerade dann, wenn Benachteiligungen zu beklagen sind, eine Stärkung entsprechender Kompetenzen in der hiesigen Verkehrssprache. Fähigkeit und Bereitschaft zu kontinuierlicher Weiterbildung zum lebenslangen Lernen in dieser Gesellschaft sind Grundlage jeglicher erfolgreicher Integration. Damit ist nicht geleugnet, dass es sinnvoll sein kann, unter speziellen Voraussetzungen den Zugang zur Schrift auch im Medium einer anderen Sprache anzubahnen. Wer aber den Jugendlichen eine erfolgreiche Zukunft in dieser Gesellschaft Teilhabe im vollgültigen Sinne eröffnen will, wird die Wahl der Methode diesem letztgenannten Ziel unterordnen. Im Übrigen freilich bin ich der Meinung, dass die hier nur angedeutete Bildungsferne der Jungen und jungen Männer nicht vergessen werden darf. Cato lässt grüßen. Vielen Dank.